Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir fahren gerade mit Ladung Sand zum unserer neuen Brücke. Ich schaue mal, dass jetzt die Fahrt klappt. Und zwar besonders die Ankunft. Damit meine ich das Rückwärtsfahren. Er hat eine Fahrzeit von 5 Minuten. Ungünstig. So lange wollte ich nicht dabei fahren. Ja, das ist Sand. Wir brauchen viel Sand, ne? Und Kies. Und derzeit werden wir ganz kurz über Global Company Mod fürs Kieswerk mal ein bisschen Diesel einkaufen. Sägewerk. Ich glaube, der ist cool. Kieskugel. Wir brauchen nämlich Diesel. Und zwar. Jo. Kaufen wir eigentlich dazu und für 20.000, sagen wir so. Dann sagen wir rund 40.000. Euro, ja. So haben wir Wissen, ja, Reserve und wir können halt durchziehen. Ne? Also Kies haben wir jetzt 50.000 drin und Sand haben wir jetzt halt drin. So. Und mal schauen, wie er abkippt, darum geht es mir dabei. Ich habe schon einen LKW gekauft. Der soll das gleiche machen. Aber ich schau mal, wie der Traktor klappt. Jo. Die Brücke und dass wir noch, ich glaube nicht, der 66 kaufen können. Vom Geld her. Aber wie gesagt, wir müssen ja mal sehen. Ja, 5 Millionen. Ja. Gut. Ja gut, wenn die Produktion laufen, ne, da haben wir ganz schnell die Produktion verdient. Also ist ja nicht, ne? Angefangen von der Palliser-Produktion über Bier und über ja, Milchprodukte. Nun muss ja noch Milch transportiert werden zur Molkerei. Und das werde ich dann bald tun. Aber den will ich noch sehen, wie das funktioniert. Ob es funktioniert oder nicht. Ja, dann muss ich den Rückwärtsfahren ein bisschen kriegen. Vielleicht ist aber ein LKW besser. Testen. Und ich mache mit Terraforming die Absperrung weg und kann drüber fahren. Ich weiß nicht. Sonst geht es ja nicht. Ne? So, 2 Minuten noch warten. Zeitdruck schlagen, ne? Er geradeaus? Nee. Gut, wieso recht? Ja, ansonsten müssten wir gleich die nächsten Abfahrer einstellen, sobald wir das gesehen haben, dass wir das hinbekommen haben. Ansonsten, das weiß ich auch nicht, ne? Ach, das ist der André und die Hopfen. Temperatur 6 Grad oder noch. Ja, 6 Grad ist ein bisschen zu kalt für Hopfen. Also da wird mindestens einen Tag warten. Na, da fahren wir lang. Jo. Ja, wir brauchen noch viel Sand. Stellt ihr mal so fest, ne? Bin dann mal gespannt, wie er hinbekommt, was er da entsprechend. Ja, hätten wir da können, aber ob er rückwärts fahren kriegt, das weiß ich nicht genau. Ja, die Kurve hat da Probleme gehabt. Ja, Lohnzahlung ist okay. Er hat sein Geld bekommen, ne?
Ja, hier ist eigentlich die Position gewesen für Hackfenster. Gut, jetzt woanders hingebaut. Mal sehen, vielleicht kann ich jetzt anders hinbauen. Mal sehen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht flexibel bin. So, hier bin ich gespannt, wie das klappt. Und jetzt muss ich hier ein Sandlager hinbauen. Die Kurve kriegt er ganz gut hin. Jetzt wird spannend. Wie macht er die Rückwärtsfahren? Das bin ich jetzt gespannt. Er fährt nicht weiter. Gut, dann muss ich mal gucken. Wie das hinkriegen könnte, ich weiß es nicht. So, entlassen. Das heißt für mich, ich muss mal so eine Territorial mal anschauen. Wie das gemacht wird, rückwärts fahren. Nee. Das ist nicht so geplant. Naja, wenn die Leitplanken nicht da wären, dann könnte man sagen, okay, wir machen da irgendwie eine Straße ringsherum und dann können wir von da anfahren. Ne? Dann wäre das kein Problem. Für Saar, für Kies wird auch kein Problem. Na, für Sand habe ich ein Problem. Wir fahren mal rückwärts. Ja. Wir werden das mal ganz anders. Und wir werden hier mal die Wendung machen, die Drehung. Wenn wir hier so rankommen könnten. Schwierig. Ich meine, ich kann rückwärts fahren, also ich statt hin. Mit Mühe und Not. Aber Autoreif. Ja, das soll es ja auch können, ne? Aber wie gesagt. Das Ganze. Ich kipp's immer ab. Ich probiere mal den LKW aus, was besser ist. Dazu fahre ich den Jungen mal beiseite und dann gehen wir zum LKW. Da müssen wir eigentlich mal die anderen Abfahrer einstellen. Heu und Stroh oder Gerste, nicht so ganz dramatisch ist. So. So, den mal in Schwung bringen. Oh. Den nächsten. Auch deaktiviert, deaktiviert. Gehen wir zum LKW. Den neuen. Da habe ich was Zucker in meiner Stadt noch. So. F0. So, wir fahren jetzt Richtung Beladen Kies.
und abladen, please. So. Hier machen wir Kies. Das muss jetzt voll sein. Okay. Was lange. So, der fährt jetzt ziemlich flott. Schon mal ein Vorteil bei einem Traktor. Und ist dementsprechend schneller da. Und der hat nicht das Problem wie die anderen mit dem mit der kurzen Kupplung, sondern er kann. Hat er runtergeschaltet. Oh. Hat ein bisschen Probleme. In Kurven. Das ist schon heftig, ne? Hat er Wasser im Tank. Ah, da fährt so rum. Achso, ja genau. Und wie gesagt, er hat ja diese Straßenbereifung. Was vielleicht ein Vorteil ist, ne? Ich fahre deswegen mit, weil ich mal sehen will. Vielleicht kann ich da mit dem besser wegen Einstellen, wegen Abladen rückwärts fahren, ne? Oder ich muss dann mal anders einfahren. Und das kann ich ja am besten mit dem LKW machen, denke ich mal. Und dann mit großem Rösche und dann mehr komplett anders einfahren. Der Volk hat ein bisschen geeiert. Aber gut, das ist, wie gesagt, nicht so einfach geradeaus zu fahren. Ne? Also, ab. Also, mir wäre das auf Dauer, also, Stelle zu langweilig, das alles so zu fahren. Da kommt er hoch. Oh, ist aber haarscharf. Was ich machen könnte ist. So. Löschen. Das macht er nicht ganz gerne, wenn ich Allrad einschalte, dass er Großstrecke aufzeichnen will. Oder nachts halt, das soll ja dann nicht sein. Mal sehen, wie gut rumkommt hier. Wird einfach mal ganz gut. Hier ein bisschen die Straße nachmalen, kann ich sagen. So. Darin und Kies eigentlich, also vorgesehen. Und Kies sollte eigentlich auch genug da sein. Gut, 50. 50.000 waren es vorhin, jetzt werden es ein bisschen weniger sein. Oberkies. Aber das macht nichts. Aber haarscharf, ne? Also, da geht der Helfer nehmen. Der eine, der kommt auch da vorne. 50.000. Ich glaube nicht, also wir sind wirklich, ne? Ich glaube, 50.000 ist nicht viel.
gut, man muss bedenken, Kies ist wirklich schwer. Also das ist ja eine gewisse Masse, ne? Ja, das geht schön. Deckel zu. Richtung Brücke. Hier rumkommen. Ja, kommt rum, geht. Zeit 5:34. Gut. Zügig. Immerhin höhere Geschwindigkeit, ne? Mit 3,90 ist schon ein anderer Hausnummer, und nicht 3,50 oder so, ne? Also von daher soll die Zeit also weniger lange dauern, ne? Ich bin dann gespannt, wie das dann hinkriege mit Einfahrt. Ich habe ja schon ungefähr einen Plan im Kopf, aber ob es klappt, das weiß ich nicht mehr. Also das ist immer noch offen. Aber rückwärts fahren, das ist für mich noch Neuland und 10 für die Wege. So. Und die Schauer, das geht. Ich fahre jetzt eh noch ein Stück mit. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen und fürs Reingucken und mal auf neue Abonnenten. Die Tür sieht man hier mit, ne? Ja, es geht dann morgen weiter und dann muss ich schauen, ob ich es hinbekommen habe. Ich werde es mal näher offline probieren. Ich möchte nicht dauernd das zeigen, also ich klappt das nicht. Dann muss ich halt das andere probieren. Also dann muss ich mir mal ganz kurz ein Tutorial anschauen, wo es dann erklärt wird und dann klappt es leider. Also mal tschüss, ich bin hingehen, bis schau, bis morgen, ne? Tschüss.